Leute, wie lange warten wir jetzt schon auf eine neue Waffe in Apex Legends? Über ein Jahr warten wir schon und in Season 16 soll das Warten endlich ein Ende haben. Respawn hat sich vor einiger Zeit zu Wort gemeldet und meinte, solange sie die Notwendigkeit nicht sehen, neue Waffen zu bringen, werden sie dies auch nicht tun. Und in Season 16 soll es wohl endlich soweit sein. Ich glaube nicht, dass es da um eine reine Notwendigkeit geht, sondern dass die Community schon lange auf eine neue Waffe wartet. Was eigentlich nur Sinn macht und was bringt mehr Schwung in eine neue Season als eine neue Legende und eine neue Waffe. Das ist einfach mal Fakt und der Hype um Season 15 ist auch schon lange, lange vorbei. Ich zeige euch jetzt Gameplay, das ist ungefähr 8 Monate schon alt und zwar die Nemesis Assault Rifle. Schon vor Ewigkeiten geleakt, das soll das finale Aussehen sein, könnte man jetzt denken. Ich zeige euch aber gleich was uns vermuten lassen könnte, dass die Optik der Waffe geändert haben. Zum einen ist es eine Energiewaffe und sie hat eine ähnliche Funktion wie die Rampage. Und zwar die Rampage können wir mit einer Thermitgranate aufladen. Ihr seht es unten rechts ist so eine Aufladeanzeige und die geht nur sehr, sehr langsam wieder runter, wie man sieht. Was kann diese ganze Geschichte? Ich mache nochmal das Gameplay an. Und zwar ist das eine reine Burstwaffe normalerweise. Und wenn wir so ein paar Bursts treffen auf den Gegner, lädt sich der Balken auf. Und sobald der Balken geladen ist, können wir diese Waffe vollautomatisch spielen. Und die sieht auch sehr, sehr präzise aus. Natürlich wissen wir hier nicht, wie gut hat er hier das Aim unter Kontrolle. Aber ich habe das Gefühl, dass glaube ich, dass Aim diese Waffe extrem einfach zu handeln sein könnte. Aber wie gesagt, dadurch, dass das Gameplay schon sehr, sehr alt ist, gehe ich auch davon aus, dass sich am Handling der Waffe vielleicht was ändern könnte. Jedenfalls ist es eine Energiewaffe, goldenes Mech für Energie und so weiter und so fort. Eine Menge Aufsätze. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Schaft, Visier und einen Barrel Stabilizer, ist klar. Und viel mehr gibt es vorab zu dieser Waffe nicht zu sagen. Und jetzt könnte es sein, dass wir tatsächlich... Warum ich vermute, dass vielleicht die Optik der Waffe geändert werden könnte. Entweder erhält die Nemesis einen völlig verrückten Skin, Achtung, ohne Textur. Das ist auch das, was ihr im Thumbnail seht. Entweder ohne Textur oder sie haben die Optik der Nemesis tatsächlich grundlegend komplett verändert. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, original sieht so aus in den Gamefiles. Und das ist ganz, ganz, ganz weit weg von der Nemesis. Laut Leaks soll dies aber tatsächlich zugehörig zur Nemesis sein. Also der ein oder andere von euch könnte jetzt sagen, vielleicht ist es auch gar nicht die Nemesis. Das sieht eher aus wie eine völlig andere Waffe. Leaks sagen, wie gesagt, es soll der Skin zur Nemesis sein. Also entweder ist wirklich die Optik grundlegend verändert worden oder es ist wirklich eine komplett andere Waffe. Aber... zum 5. Mai jetzt Leaks. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich jedenfalls freue mich auf Season 16, weil dort soll tatsächlich ein bisschen mehr passieren, als wir wahrscheinlich alle vermuten. Und auf eine neue Waffe freuen wir uns doch alle schon sehr, sehr lange. Leute, Daumen da lassen, Abo, wenn ihr noch nicht dies erledigt haben solltet. Das war es jetzt von mir. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns in den nächsten Tagen und Wochen noch an Informationen erreichen. Und dann findet ihr das wie immer auf meinem Kanal. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.